Wir machen weiter mit, jetzt muss ich den Tisch, der hat mir gefallen hier, okay. Keynote, Herbert Fisser. Es funktioniert, also war sehr gut in der Zeit, ist auch wichtig. Herbert Fisser zum Thema Digital Migration in Holland. Ein paar Worte zu Herbert Fisser oder stellen Sie sich dann selber vor oder wollen Sie alles selbst erzählen? Sie sind ein Pirat, Sie waren in den 80er Jahren ein Pirat. Ja, eigentlich muss ich sagen, wenn ich 6, 7, 8, 9 Jahre alt war, hatten wir einen Radiosender auf einem Schiff auf der Nordsee, wo ich total Fan von war. Mhm. Und viel später habe ich herausgefunden, dass das eigentlich ein ganz zweischichtiges Projekt war. Mhm. Radio Nordsee International war das. Mhm. Und deshalb, damals bin ich begeistert geworden von Radio und ja, bin es immer noch. Und heute haben wir auch DAB Plus dabei und das kann ich besser, finde ich. Gut, jetzt sind Sie bei Radio 10 oder Radio 10 und 100% Holland. 100% NL, ja, und Radio 10. Ja, da bin ich Geschäftsführer, mhm, und das sind zwei Nationalkette in Holland, wo durch ganz Holland zu empfangen auf FM. Mhm. Und wir sind der 8. und 9. Sender in Holland, respektive Radio 10, den 8. und 100% NL, den 9. im Top 10 von bestgehörten Radiosender in Holland. Also etabliert kein Pirat mehr, aber ich hoffe trotzdem, nein, noch ein bisschen revolutionär. Also stimmt. Viel Vergnügen mit Herbert Fisser. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche auch ein petit peu français, aber mir ist gefragt, um es auf Englisch zu machen. Und das habe ich dann auch mal gemacht. Entschuldigung, wenn Sie es nicht verstehen können, aber ich habe es verstanden, es wird übersetzt. Switzerland is one of... Also die Schweiz ist eines der führenden Länder im Bereich der Digitalisierung des Radios. Ich arbeite als ein Nachrichtensprecher und ich bin ein alter Nachrichtensprecher und deshalb lese ich vom Papier. Switzerland is one of... Also die Schweiz ist einer der Leader, wenn es um die Digitalisierung des Radios geht. Hier in der Schweiz haben alle elektronischen Geschäfte Radioempfänger. Über als 1,5 Empfänger wurden in diesem Land so bislang verkauft. Und wenn man sich die Wachstumsrate des letzten Jahres anschaut, dann mag das in diesem Jahr über 2 Millionen hinausgehen. In den Niederlanden ist es gegenwärtig aber noch ganz anders. Dieser Prozess kommt gerade erst in Gange. In meiner Meinung sind wir aber hier, um zu überleben. Und ich möchte noch einige Dinge mit Ihnen anschauen, wie sie sich in Holland entwickelt haben. Nicht nur in Holland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern sind Sendeprogramme gespalten, wenn es um Investitionen in Radio geht. Viele haben finanzielle Probleme und die Besitzer wollen die Profite natürlich steigern. Wenn man Schwierigkeiten hatte, alles unter einen Hut zu bringen oder Kredite zurückzubezahlen, dann freut man sich natürlich nicht darüber, auch noch Geld in ein Digitalisierungsprojekt investieren zu müssen, wo man keine sofortige Rückzahlung hat, keinen sofortigen Ertrag. Die Digitalisierung des Radios geht weiter voran. Vor ein paar Jahrzehnten hat jeder noch auf FM oder AM Radio gehört, wo Radio für das gesamte Publikum zur Verfügung stand. Aber in den Niederlanden ist es jetzt so, dass 15% der Hörer im Internet Radio hören. Zusätzlich ist es so, dass in den Niederlanden 5% der Zuhörer heute im Fernsehen Radio hören oder mit einem digitalen Kabel oder über einen Satellit. Ich habe gehört, dass in Großbritannien sogar mehr als 20% über das Fernsehen Radio hören oder auch über Internet, Smartphones und Tablets. Das steigt ebenfalls rasant an. Es scheint also so zu sein, dass die Zuhörer sich vom traditionalen Radio abwenden und zu digitalen Hörern werden. In Holland ist Radiohören nicht unbeliebt geworden. Das Radio ist immer beliebter. Es ist aber einfach so, dass unser Medium auch auf anderen Plattformen immer verfügbarer wird und nicht nur über den klassischen Kanal. Nun möchte ich Ihnen eine Grafik zeigen. Das ist die Forschung eines niederländischen Forschungsunternehmens und das zeigt, dass die niederländischen
Bürger am meisten Fernsehen nutzen, 3 Stunden am Tag. Das zweite beliebteste Medium ist nicht das Internet, wie man glauben könnte, sondern das Radio mit mehr als 2 Stunden am Tag. Und da hat man zunächst gefragt, welche Medienaktivität jemand durchführen würde und mit was für einem Gerät. Wenn jemand also im Internet Radio hörte, dann wird das auch als Radio gelten und nicht als Internet. Hier kann man also sehen, dass der Durchschnittsbürger in Holland, der über 13 Jahre alt ist, 135 Minuten am Tag Radio hört. Da können natürlich andere Aktivitäten gleichzeitig damit einhergehen. Ich möchte hiermit nur sagen, dass in Holland das Radio noch immer sehr beliebt ist und da freue ich mich natürlich besonders darüber. Die Zukunft des Radios ist digital, aber das bedeutet nicht nur DAB Plus, sondern auch eine ganze Reihe von Empfangsmöglichkeiten, welche die Radiomarken und das Branding verbessern kann. Hier stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Mit den sinkenden Preisen für die Empfänger und den verschiedenen Möglichkeiten wird DIV Plus immer günstiger. Da wir in den Niederlanden erst damit auf den Markt gekommen sind, weiß man noch nicht genau, wie viele Medien analog und wie viele digital genutzt werden. Und wenn wir uns die Gesamtzahlen anschauen, können wir feststellen, dass das Radio immer noch 20% ausmacht. Hier haben wir jetzt eine Grafik, die zeigt, wie Medien in den Niederlanden genutzt werden. FM-Tuner, Autoradio oder klassisches Radio ist immer noch ein großer Prozentsatz. Man sieht, dass analoges Radio über ein Kabelsystem angehört wird. Das ist in Holland sehr verbreitet. Die FM-Tuner sind ans Kabel angeschlossen und die Radiosignale wurden empfangen, wie wenn eine Antenne auf dem Dach stehen würde. Leider ist es so, dass wir hier sicherstellen müssen, dass über 99% der Hörer immer noch klassische Geräte haben, aber immer die 5 übrigen Prozent haben Fernsehen, ob das jetzt Satellit oder Internet-TV ist. Es ist also auch möglich, Radio über andere Plattformen anzuhören. Und eine steigende Anzahl von Hörern in Holland brauchen kein Video, möchten aber doch gerne Audio hören, wenn sie etwas anderes gleichzeitig tun. Und so wählen sie dann das Radioprogramm, das sie anhören wollen. Und der Bildschirm bleibt mehrheitlich schwarz, aber die Lautsprecher werden ihre Lieblingsmusik oder ihren Lieblingssender abspielen. Die Hauptsender auf dem Markt können auf jeden Fall hiervon profitieren. Wie man weiterhin sieht, sind wir bei 5% der Hörer, die über Fernsehen empfangen. Eine andere Möglichkeit, die ebenfalls immer wichtiger wird, sind Applikationen auf Tablets oder Smartphones. 7% der Zuhörer tun das. Es gibt Handys, die nur ein Telefon sind, wo man jemanden anrufen oder ein SMS verschicken kann. Und darauf kann man kein Radio anhören. Das sind natürlich nicht die Medien, die uns interessieren, wie Smartphones. Und 1% der Hörer hören eben über Telefon. PC, Tablet, Laptop, Sie haben hier die verschiedenen Zahlen, andere tragbare Geräte wie Smartphones, alle zusammen sind bei ungefähr 8%. Auf diesen Plattformen kann mit Playern oder über Apps
gehört werden. Und ich bin mir sicher, dass sich in nächster Zeit noch weitere ähnliche Formen entwickeln werden und dass wir hier zu einem wirklichen digitalen Wachstum kommen. Hier sieht man jetzt, wie das ausschaut, wenn man sich einen Radiokanal aussucht auf einem digitalen System. Hier ein Kanal aus Amsterdam. Nun möchte ich kurz auf die verschiedenen Möglichkeiten und die Rechtslage eingehen. Aufgrund des Beschlusses des Europäischen Gerichtshofs kann jeder Streams online schalten, wenn diese im Internet verfügbar sind. Für Radios ist das ein sehr guter Beschluss, denn jede kreative Person kann jetzt eine App kreieren, die dem Publikum vielleicht gefällt. Und wenn ihr Radio da drin ist, zieht das vielleicht zusätzliche Hörer an. Häufig legen die Radiokanäle selber fest, wie es ausschauen soll, aber das gefällt nicht unbedingt dem Hörer. Aufgrund des Svensson-Beschlusses kann jeder jetzt einen Stream wo einfügen, wenn dieser im Internet verfügbar ist. Hörer können so downloaden, wenn ihnen eine App von einem Radio gefällt. Als Radiokanal muss man nur sicherstellen, dass man dabei ist. In den Niederlanden ist es dann so, dass Radiokanäle ihre eigenen Unterkanäle kreieren. Das sind Musikkanäle, wo Links zur Musik hergestellt wird. Nehmen wir mal Radio 10. Hier haben wir den Slogan, die größten Hits aller Zeiten. Und da gibt es Musikformate von den Beatles bis zu Jason Mraz. Und da haben wir dann Unterkanäle, die Hits der 60er, 70er, der 80er, der 90er oder die Dance Classics oder auch die Sommerhits. Manchmal hören 4000 Hörer gleichzeitig auf unseren Online-Kanälen und wir sind bei 100.000 Hörern pro Woche. Andere Radiokanäle haben ebenfalls Unterkanäle oder Parallelkanäle. Und in Holland haben wir schon ein Unternehmen, das Streams verkauft. Das nennt sich Media Exchange. Und da werden die Online-Kanäle gebündelt, zusammengenommen, sodass die Kanäle der wichtigsten Akteure, der Online-Akteure, zusammengenommen werden. Da wird Werbung dafür gemacht. Media Exchange kann uns jetzt schon Tausende von Euros pro Monat bezahlen für unsere Online-Unterkanäle. Und die Digitalisierung unseres geliebten Radiomediums bezahlt sich also nach und nach. Ein wichtiger Teil DIV Plus, das gehört nur zum gesamten Digitalisierungsprozess und irgendwann wird analoges Radio obsolet. DIV Plus und neue Technologien sind die Zukunft. Aber im Auto oder im Zug wird DIV Plus in Zukunft übernehmen. Hier wurden Millionen investiert. 100% NL, das ist der Name unseres Kanals. Ich kann übrigens nicht mehr von 100% sprechen, ohne NL dran zu hängen. Wie dem auch sei, 100% hören zu FM-Signalen. Das gehört der Vergangenheit an. Hier sehen Sie die Box eines 100% NL DIV Plus Radios. Ich habe übrigens auch eins mitgebracht, das später ein Freund von mir bekommt, aber das werde ich dann noch ansprechen. Und wir haben unsere eigene Marke, produziert von Sandra. Nächste Woche haben wir die Woche digitalen Radios in den Niederlanden. Und wir werden 200 DIV Plus Radios in der Woche weitergeben an unsere Hörer. In den Niederlanden gibt es 20 bis 25 Radiokanäle und in den Grenzregionen auch noch die ausländischen Programme. DAB Plus ermöglicht es uns, 60 bis 80 Stationen zu empfangen.
Und das sind dann sozusagen Radioveröffentlicher. Wir haben eine ganze Sammlung von Marken und Namen und so weiter. Was aber noch wichtiger ist, ich habe keine Ahnung, was die Kosten pro Kanal für DAB Plus sind, aber in den Niederlanden zahle ich ein 1/20 für eine bessere Abdeckung auf DAB Plus, als was wir auf FM haben. Ich kann Ihnen aber keine genauen Zahlen geben, aber das Broadcasting in Holland ist 20 Mal teurer für eine ähnliche Abdeckung. Economic way, DAB Plus absolutely makes sense. DAB Plus ist also wirtschaftlich absolut stichhaltig. Auch wenn noch nicht alle einen solchen Empfänger haben. Und das dauert vielleicht noch eine Weile, bis jeder DAB Plus hat. Aber die Preise für Empfänger werden immer niedriger. Und andere Geräte entwickeln sich jetzt auch, wie zum Beispiel eben das iPhone, das zu einem DAB Plus Empfänger gemacht werden kann, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Jetzt ist mein iPhone ein DAB Plus Empfänger. Auch wenn es nicht besonders sexy aussieht. Das ist das Problem, aber es funktioniert. Und für diejenigen, die sagen, dass 4G der Standard für digitales Radio wird, es gibt eine schwedische Studie, die zeigt, dass das enorme Kosten mit sich bringt, wenn jeder das machen würde, denn der Raum ist begrenzt auf mobilen Plattformen, deswegen ist es teuer. Und wenn man eine Datengrenze von 2 Gigabit pro Monat im Abonnement hat, dann möchte man die nicht ausnutzen, um die ganze Zeit Radio zu hören und einen mega schweren Audiostream runterzuladen. Das kann man natürlich machen, aber da werden Sie dann schlussendlich die Rechnung dafür bezahlen müssen. Und Sie als Hörer werden das wahrscheinlich eher nicht wollen. Die Hörgewohnheiten der Leute ändern sich nicht von einem Tag auf den nächsten und die Leute sind mit der normalen FM-Empfangmethode eigentlich ganz zufrieden. Deswegen muss man nicht sofort umstellen. Aber genau das wurde auch gesagt, als man von AM auf FM umgestellt hat. In den Niederlanden war es so, dass die ersten Transmittoren in den 60er Jahren aufkamen. Es hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis es mehr FM-Hörer als AM-Hörer gab. Ich weiß nicht, ob es diesmal nochmal 20 Jahre braucht, bis man auf digitalen Plattformen hört als auf FM, aber es sollte doch noch eine Weile dauern. Sie sehen also, dass mir DAB Plus gut gefällt. Wäre ich der Einzige in Holland, würde es aber nicht funktionieren. Und ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, dass es so ist, dass nicht alle Broadcaster in Holland von der Machbarkeit von DAB Plus überzeugt sind. Ich denke, das gilt für alle europäischen Länder. Viele Broadcaster glauben an die Digitalisierung, andere nicht. Und genau da spielt die jeweilige Regierung eine Rolle. Die Regierung ist verantwortlich für die effiziente Nutzung der Frequenzen. Und international gesehen ist die analoge Radiofrequenz für Radiosendungen zugesprochen worden. Und um diese Frequenzen auch wirklich effizient zu nutzen, kann die Regierung nicht den Rücken frei halten. Kommerzielle Broadcaster haben hier mit Veränderungen seit 2011 zu tun. Da gibt es neue Lizenzen. Die wurden aber jetzt um 6 Jahre verlängert. Und wenn die Digitalisierung zu einer Erfolgsgeschichte wird, dann würde versprochen, dass eine weitere Auswendung im Jahr 2023 eingeführt wird. Das wäre eine Ausweitung der Lizenzen für die Digitalisierung, aber das ist nicht von allen positiv angenommen worden. Laut Vertrag mit der Regierung ist es so, dass die kommerziellen Radiostationen 40% der Bevölkerung erreichen sollten, 2013. Aber für DAB Plus ist es nicht besonders sinnvoll, insbesondere als es nur in einigen Bereichen von Holland ist, wo nur das Signal empfangen wird. Aber die Broadcaster haben beschlossen, sich deswegen sofort für die 100%ige Abdeckung zu entscheiden. Die kommerziellen Radiosender hatten hier einiges auf dem Spiel stehen. Wenn man sich für digitale Sendungen, nur digitale Sendungen entscheiden, werden die Lizenzen nicht erneuert und die Regierung müsste sowas eigentlich dem Markt überlassen, werden Sie mir sagen. Aber schauen Sie sich das mal aus meiner Perspektive an. Ich bin für DAB+. Ich sehe wirklich eine Zukunft für DAB+ und ich möchte hier eine Rolle spielen, um DAB+ auch wirklich in Europa verankern zu können.
Wenn die holländische Regierung jetzt nicht eingeschritten wäre, dann wäre es so, dass einige Radiosender immer noch nicht von der Machbarkeit von DAB Plus überzeugt wären. Es gibt auch ganz unterschiedliche Meinungen in den Niederlanden, aber da Multiplex-Netzwerke mit 50 bis 20 verschiedenen Radiostationen geteilt werden müssen, gibt es natürlich immer wieder Player, die dann nicht davon überzeugt sind. Aber jetzt kommt das Lustige ins Spiel, denn die Kosten von DAB sind bekannt und diese Kosten werden jetzt ebenfalls mit berücksichtigt. Und alle freuen sich darüber, dass sie hier aufgesprungen sind auf den fahrenden Zug. Jetzt wird wirklich Werbung für DAB Plus in den Niederlanden betrieben. Und für Radiosender ist es wirklich wichtig zu wissen, dass sie hier in den Prozess mit eingebunden sind, dass es hier neue digitale Sendemöglichkeiten gibt. Weiterhin ist es so, dass die hohen Kosten für ein FM-Netzwerk verschiedene Formate notwendig macht. Diese müssen zu finanziellen Erfolgen werden und da ein Audiokanal auf DAB Plus und anderen digitalen Plattformen zu haben, ist sehr viel billiger als FM. Und deswegen ist es so, dass Radiostationen hier ein bisschen mit neuen Formaten experimentieren können. Radiokanäle, die sonst auf dem teuren FM-Platz niemals ihre Rolle spielen würden, haben hier mit DAB Plus eine ganz neue Chance. Und einige dieser neuen Kanäle werden wahrscheinlich scheitern, aber wenn es keine wirkliche Diversifizierung geben würde und keine Wahl für die Zuhörer, würde das gesamte Radio nicht überleben. Einige sagen, dass die Tonqualität von DAB Plus besser ist als FM. Dass es fast so gut ist wie eine CD. Das stimmt nicht, es ist einfach anders. FM hat ein ganzes Bandbreite bis zu 15 Kilowatt. Wenn man auf FM eine CD spielt, hört man das gesamte Audio. Auf DAB Plus ist es jedoch so, dass das kristallklar ist, aber das Audio ist komprimiert. Und wenn die Radiostation hier technisch gut ausgerüstet ist, kann die Tonqualität so ähnlich werden wie die einer guten MP3. Das ist den meisten Verbrauchern gut genug, aber das ist weit von der Qualität einer CD entfernt. Also bitte kommunizieren Sie niemandem, dass DAB eine CD-Qualität liefert, denn das ist nicht der Fall. Und meiner Ansicht nach ist es vielmehr so, dass man kommunizieren könnte, dass DAB Plus ausgezeichnete Tonqualität für die meisten Verbraucher liefert, denn das ist in der Tat der Fall. Mein Rat ist eher eine Marketingkampagne, die sich auf die Inhalte konzentriert. Man hat mehr Wahl, man hat mehr Formate und das wird früher oder später dazu führen, dass die Leute lieber auf DAB Plus, Internet oder anderen digitalen Plattformen Radio hören und nicht mehr auf FM, weil sie einfach zwischen viel mehr Stationen auswählen können. Jetzt möchte ich mir allerdings die DAB Plus Geschichte in den Niederlanden anschauen und die verschiedenen daran beteiligten Akteure. Da möchte ich kurz zeigen, was wir in den letzten 2 Jahren getan haben. Zunächst sehen Sie hier, wer da an diesem Prozess teilhabt. Sie haben da die Geschichte, Sie haben die Abdeckung, die Einführung, die Planung und so weiter. Das sind die verschiedenen Akteure. Sie haben auf der Linken die Regierungskanäle, die öffentlichen. Wir müssen übrigens unsere Rechnungen selber bezahlen. Das ist nicht fair, aber das ist einfach so meine Meinung. Auf der rechten Seite haben Sie die kommerziellen Radiostationen, unter anderem mein Kanal, 100% NL und einige anderen mehr. Im Februar 2011 haben die Radiostationen eben diese Lizenzerneuerung bis September 2017 bekommen. Dann haben wir mit dem Senden begonnen im Jahr 2013, wie man hier sieht, im September. Da ist man wirklich online gegangen, also auf die internationalen Plattformen, weil jede Radiostation auch einen zweiten Kanal aufbringen wollte. Das war für uns eine Verpflichtung. Ich bin zwar selber nicht besonders religiös, ich möchte aber trotzdem in den Himmel, wenn ich irgendwann sterbe. Und deswegen habe ich auf meinem Sender was an Radio Maria vermietet. Ich habe da einen Vertrag unterzeichnen lassen und das beinhaltet, dass Sie für alle unsere Mitarbeiter beten müssen. Radio 10, das hieß früher Radio 10 Gold. Als wir das letztes Jahr gekauft haben, haben wir das Gold rausgenommen. Jetzt haben wir aber eine zweite Station mit 10 Gold, mit dem Namen 10 Gold eingeführt. Da haben wir unserer Verpflichtung jetzt Folge geleistet.
Das ist einfach eine Schwierigkeit in unserem Land. Es gefällt vielen Zuhörern. Wir haben die Beatles und so weiter da drauf. Dann Oktober 2013, da sind die öffentlichen Sender von DAB auf DAB Plus umgestiegen. Hier sehen Sie die Abdeckung. Links die öffentlichen Sender, die haben eine bessere Abdeckung, weil sie mehr Geld haben, weil sie ja von der Regierung unterstützt werden, subventioniert. Und rechts haben sie die Abdeckung der kommerziellen 95%. Das Einzige, was man wissen muss, ist da, wo es dunkelrot markiert ist, da ist das Hören im Haus sichergestellt. Wo es hellrot ist, kann es so sein, dass es nicht in allen Ecken des Hauses der beste Empfang ist. Ab 1. September sind das die Sender, die gesendet haben. Radio Gold steht noch nicht drauf, denn es wurde erst letzte Woche online geschaltet. Sie sehen hier die verschiedenen Sender. Es gab ein Programm Sublime New, das ist der zweite Sender einer solchen Station. Die haben da ein Programm von einer Stunde, das wird die ganze Woche lang wiederholt. Roger Schawinski oder irgendjemand anderes in der Schweiz kann sicher was Ähnliches machen. So sieht es also ab 1. September 2013 aus. Wir haben natürlich unsere Website. Die wird breit kommuniziert. Wenn Sie Informationen zum digitalen Radio haben wollen, gehen Sie einfach auf digitalradio.nl und da bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Hier haben Sie die Stakeholders, Sie haben die verschiedenen Vertreter, die Akteure und die Verantwortlichen für die öffentlichen und kommerziellen Sendestationen. Es sind zwei unterschiedliche Personen. Ich bin ein großer Fan der Verantwortlichen für kommerzielle Sender. Dann RAB, das ist eine Organisation zur Promotion des Mediums Radio durch Werbung bei der Regierung. Und da stehen die öffentlichen wie auch die kommerziellen Sender dahinter. Und dann das Wirtschaftsministerium. Das spricht wahrscheinlich für sich. Und hier haben Sie einen weiteren Überblick über die Forschung. Hier haben Sie Zahlen, die können aber nicht richtig sein, denn wie ich vorher gesagt habe, DAB Plus steckt noch in den Kinderschuhen in Holland. Im Dezember 2011 hatte noch keine Radiostation-Sendungen auf DAB Plus. 6% der Zuhörer haben aber gesagt, sie hören DAB Plus. Dezember 2012, wo immer noch niemand die DAB Plus gesendet hat, ist die Zahl auf 1% gesunken. Und im Dezember 2013, wo zumindest die kommerziellen Stationen schon live waren, da sagten dann 2%, dass sie via DAB Plus hören. Meiner Ansicht nach sagen diese Zahlen gar nichts aus, außer dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Empfänger zu kaufen. Und das ist wahrscheinlich noch einmal 5 Jahre oder so dauern wird, bis wir alle die Möglichkeit haben, DAB Plus zu hören. Aber wir können den Leuten helfen. Wir haben einen kurzen Film für die Verkäufer gemacht, um DAB-Empfänger besser an den Mann zu bringen. Ich werde Ihnen jetzt die Filme für die Händler zeigen, um sie zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist, solche Geräte zu verkaufen. Long ago, when I was a child, I had dreams in my head and stars in my eyes. Life takes its toll, I'm battered and bruised, but I don't know how to. Alles gaat met zijn tijd mee. Dus ook radio. Nederland gaat over op Digital Radio Plus. Dat is radio via de ether, maar dan digitaal. Ben jij er al klaar voor? Nederland heeft een nieuw radionetwerk beschikbaar.
Digital Radio Plus, dat draait op DAB Plus techniek. Dit is radio via de ether, maar dan digitaal. Digitale radio via de ether is overal in Nederland te ontvangen. Heeft een groter zenderaanbod en een aantal mooie extra's. Zoals pauzeren, stoppen, opnemen en terugluisteren van muziek. En het geven van extra relevante informatie voor luisteraars. Digital Radio Plus is de opvolger van FM. En vanaf nu overal te beluisteren. Waarom Digital Radio Plus zo goed is? Nou, kijk BNR Nieuwsradio bijvoorbeeld, bovenop het nieuws. En nu in het hele land ongestoord en zuiver horen. Kan niet beter. Met Digital Radio Plus kun je kiezen uit nog meer zenders. Een gevarieerd aanbod voor grote, specifieke groepen luisteraars. En speciaal daarvoor hebben wij gelanceerd Q-Music Non-Stop. Lekker non-stop luisteren naar alle hits. Wil jij ook meer zenders kunnen ontvangen? Dan heb je een digitale radioontvanger nodig of een apparaat waar een DAB Plus chip in zit. Het luisteren naar digitale radio is net als bij FM gratis. Dus geen providerkosten en je spaart ook nog eens je batterij. Je kunt direct afstemmen op je favoriete zender. Dus niet meer ouderwets zoeken, maar gelijk naar je favoriete zender luisteren. Alles is super duidelijk aangegeven. Zowel de publieke als de commerciële zenders zijn te beluisteren via Digital Radio Plus. Het aanbod zal daarnaast uitgebreid worden. Zo is er plek voor nieuwe zenders in de ether, maar ook voor tijdelijke actiezenders. Digital Radio, ja, ik verheug me er heel erg op, want je kan zoveel meer dingen. Het klinkt natuurlijk vooral beter en je hebt ook een soort medium erbij eigenlijk, hè? Want zo'n digitale radio heeft een display en dan zou je daar dus informatie naartoe kunnen sturen. Bijvoorbeeld als er hier bij mij iemand op de speelplaats staat, ja, dan werkt je Shazam niet of de playlist op 3FM, maar dan kan ik gewoon wel meezenden. Op dit moment Miss Monty op de speelplaats en dan zie je dan mooi op je display. Kan niet wachten. Als je eenmaal over bent, wil je nooit meer iets anders. Kies een apparaat naar je eigen smaak en ervaar de hoge kwaliteit van Digital Radio Plus. De meest moderne manier van radio luisteren. Voor klassieke muziek is stilte heel erg belangrijk. Stilte zonder ruis, maar ook de dynamiek en de balans. Nou, bij de kwaliteit van digitale radio hoor je dat allemaal optimaal. Ja, je bepaalt naar wat je wilt luisteren en hoe je dat wilt doen. En Digital Radio Plus heeft als voordeel dat je op naam kunt scrollen naar je favoriete zender. Je hoeft dus geen frequenties meer te onthouden. Dat is wel zo simpel. Nou, het is fijn dat radio nu eigenlijk ook met zijn tijd meegaat. Want digitale televisie kennen we al een hele tijd. Nu eindelijk kun je dus gewoon op je autoradio Radio 6 ontvangen. Kun je die kabel uit je kofferbak weghalen. Dat werd wel een keer tijd, vond je niet? Digital Radio Plus verbruikt de moderne, efficiënte uitzendtechniek die relatief weinig stroom verbruikt. Het is dus ook nog eens slim en verantwoord. Digital Radio Plus, voor al je favoriete zenders en meer. In heel Nederland te ontvangen, hoge kwaliteit en meer keuze. Ben jij er al klaar voor? And now I would like to show you our TV. Und jetzt wollte ich gerne unseren Fernsehspot zeigen. Wir haben den Song Let's Get Physical genommen und haben das in Let's Get Digital umgeändert. Wir haben das von einem niederländischen Sänger singen lassen. Die Stimme ist ähnlich wie die von Olivia. Und dann haben wir das in einen Film einfließen lassen. Aber sehen Sie selbst. Geniet van meer zenders en digitale geluidskwaliteit. En toch zit het gewoon gratis in de lucht. Digital Radio Plus, de nieuwe manier van radio luisteren. Und das ist, was wir auf dem Fernsehen schauen. It's a large Werbung campaign, whatever. Zuletzt, und jetzt schalte ich wieder auch auf Deutsch auf. Hier auch im Saal ist mein ehemaligen Radiokollegen Patricia. Sie war ein Top-DJ bei 100% NL und Q-Music, die größten holländischen Sender. Und es würde mich freuen, um mit dem gesamten schweizerischen Radiomarkt Happy Birthday vor Patricia zu singen. So, Patricia, steh auf, bitte. Steh auf. Vielleicht kommst du mal hier. Das ist eben besser. Und jetzt? Und jetzt? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Patricia.
Happy Birthday to you. Ja, ich war nachhinein. Übrigens, Patricia, sie lebt schon seit einem Jahr hier in Zürich und deshalb würde sie ihn vielleicht ins Vorbeikommen anschauen können oder so etwas. Aber sie hat eine total tolle Radiokarriere in Holland und hat beschlossen, das Goodbye zu sagen und nach der Schweiz zu kommen. Ja, ich verstehe es nicht, aber in jedem Fall, ich weiß, dass du glücklich bist hier. Ja. Okay, danke. Okay, tschüss, das war's.